So, jetzt musste alles sehr, sehr schnell gehen. Draußen war Sonne. Dachte ich, Sonne um diese Jahreszeit sehr ungewöhnlich. Also schnell durch die Waschanlage gedonnert. Man sieht, die Fahrt hierher hat schon wieder alles versufft. Aber immerhin, die Felgen sehen nicht ganz so dreckig aus. Also durch die Waschanlage gedonnert, raus ins Grüne, um schnell ein paar Videoaufnahmen zu machen, bevor sie wieder ganz weg ist. Normalerweise fahre ich eigentlich zum Verkaufen eines meiner Autos auch so ein bisschen raus, wo es schön ist. Allerdings um diese Jahreszeit ist das mit schön hier so eine Sache. Ist halt eine sehr flache Gegend. So, sind wir schon einmal rundherum, dass ich wenigstens was habe, wenn die Sonne gleich wieder weg ist. Da ist die Sonne relativ tief, man sieht nicht viel, na gut. Was ich hier übrigens aufnehme, die Kamera, das ist eine GoPro. Also so eine winzig kleine Kamera, halb so groß wie eine Zigarettenschachtel. Entsprechend werden die Bilder sein, auch nachdem ich sie nachbearbeitet habe. Also, Auto äußerlich. Ja, ein Auto halt. Hier vorne überall kleine Lackschläge, diese weißen Sprenkel. Davon gibt es einige. Ich meine, der Wagen ist 15 Jahre alt und hat 230.000 ungefähr runter. Aber er hat schon Hauptscheinwerfer, die wie Lupen aussehen. Man sieht, das Scheinwerferglas habe ich poliert. Das sind Kunststoffgläser, die im Laufe der Zeit gerne matt werden bei solchen Wagen. Aber man kann sie polieren und dann sehen sie aus wie neu und man spart irgendwie 150 Euro pro Scheinwerfer. Felgen, ja, ganz sauber hat die Waschstraße sie nicht gekriegt. Da müsste man mit der Hand ran. Aber das tue ich mir ehrlich gesagt nicht mehr an. Ja. Keine Dellen, keine Kratzer, aber hier an den beiden Außenspiegeln sieht man, dass der Dreck der Straße im Laufe der Jahre so ein bisschen Sandstrahlgebläse gespielt hat. Die Scheiben sind passenderweise leicht grünlich getönt. Ja, hier fällt mir jetzt gerade nichts zu ein. Da unten eine von mir selbst nachgerüstete Anhängerkupplung mit abnehmbarem Haken. Hier sitzt die Kamera für die ebenso von mir nachgerüstete Rückfahreinrichtung, also zum Kameragucken. Der Monitor dazu geht leider im Moment nicht. Normalerweise baue ich sowas sowieso aus und behalte es. Aber mein Nachfolgeauto hat diese Rückfahrpiepser, also der piepst auch ohne. Hat zwar kein Video, aber wenigstens, naja, auf dieser Seite. Nö, sieht der Spiegel eigentlich weniger abgeschraddelt aus. Dafür hat er hier wohl irgendwie mal Feinkontakt gehabt. Ansonsten hier, das hier, diese Beule. Das ist die einzige Beule am gesamten Fahrzeug. Da ein bisschen Rost, da ein bisschen Rost. Aber noch nicht irgendwie durch. Da auch. Viel Gras aufgenommen beim Herfahren. Ich versuche mal gegen das Licht die Beule zu sehen. Ja, doch, da kann man so ein bisschen sehen. Also es ist. Da ist ein bisschen Beule. Ansonsten, ich versuche das mal mit der winzigen Kamera hinzukriegen, sind Beulen ein Fremdwort. Das Fahrzeug ist nach meinem besten Wissen und Gewissen beulenfrei. Auch hinten. Also gegen das Licht von oben. Doch, da sehe ich eine winzig kleine. Ist aber so klein, dass ich sie bis jetzt selber nicht gesehen hatte. Dach ebenso. Hier am Fahrzeug lang peilen. Ich habe hier auf der GoPro einen winzig kleinen Monitor drauf. Kann aber nicht mit Sicherheit sagen, dass ich mit dem alles sehen kann. Ich kann auch nicht gegen das Licht. So. Haube, da ist auch noch eine kleine Delle. Sehr kleine. Ja, so, das war der Dellencheck. So, jetzt kann ich anfangen. Ach, ich bin ganz außer Atem hier. Zu lobhudeln. Also, zunächst mal ist das der schönste Wagen, den ich bis jetzt hatte. Das war auch ein völlig unvernünftiger Kauf. Ich hatte eigentlich was gesucht, was mehr so Richtung Kombi mit Vernunftmotor geht. Was ich mir stattdessen geholt habe, ist so ein getarnter Maserati mit 254 PS, Luxusausführung, Sechszylinder mit allem möglichen Schnickschnack, also die Innenausstattung. Da gibt es irgendwie kaum was, was nicht dabei wäre. Ja, der Grund für den Verkauf ist schlicht der, Vater hat mir seinen alten Wagen überlassen. Der ist zwar auch schon 13 Jahre alt, hat aber 200.000 Kilometer weniger runter als der hier.
Und da denke ich nicht lange nach, da schlage ich zu. So, jetzt gucken wir mal rein. Also, Fenster, wie gesagt, leicht grünlich getönt rundherum. Der Wagen ist innen nicht sauber gemacht, vor allen Dingen hier nicht Fußraum und so weiter, auch noch nicht ausgeräumt. Einfach, weil ich einfach losgesprungen bin. Oh fein, Licht, schnell raus. Was haben wir? Scheiben rauf, Scheiben runter, ist klar. Türverriegelung, Entriegelung. Der Wagen verriegelt ab 30 Stundenkilometern selbstständig alle Türen. Das ist, damit man in Amerika oder in Kapstadt nicht an jeder Ampel überfallen wird. Kann man übrigens problemlos selber raus und rein programmieren. Das geht über den Schlüssel und Knöpfchen drücken. Ja, gucken wir hinten auch mal rein. Ja. Siehst du, rundherum ist zu, also muss ich aufmachen. So. Auch hier sieht man Opa-Fahrzeug. Da liegt doch der Dreck. Ich benutze nämlich den Bereich hinter dem Vordersitz gerne als Müllhalde. Oh, hier ist noch Dreck drauf. Das muss ich noch wegmachen. Das ist vom letzten Mittelaltermarkt. Da habe ich hier meinen Lagerstuhl einfach so reingeschmissen. So, Heckablage, Leder. Naja, nicht besonders originell. Aber man sieht, nichts verwohnt, nichts versifft, nichts abgenutzt. Im Grunde wie neu. Auch hier Staubsauger schwingen. Vielleicht tue ich es auch nicht und überlasse das einfach dem Käufer. Bei so einem alten Wagen ist das eh wurscht. Lautsprecher, da sind Lautsprecher drin in den Türen. Da sind hinten auch noch irgendwo welche. Sie sind nur im Moment nicht. Insgesamt, das ist diese Infinity Soundanlage. Die kostet viel Geld, ist auch wahrlich nicht schlecht. Die Türlautsprecher sind dem Alter erlegen, aber das zeige ich gleich nochmal. Gucken wir hier von der anderen Seite auch nochmal eben rein. Nicht ganz unerwartet dasselbe wie auf der anderen Seite. So, vordere Seite der Fahrgastzelle. Mal gucken, ob man es hier sehen kann. Die Lautsprecher, ja, ich glaube, hier kann man es einigermaßen sehen, dieser weiße Ring. Die Lautsprecher sind wie der Rest des Wagens ja auch 15 Jahre alt. Und da haben sich hier rundherum diese Membranen, ja nicht die Membranen, diese Gummiteile außenrum, die haben sich zersetzt, bröselig. Das habe ich dann irgendwann mal mit Silikonmasse geflickt. Ist nicht sehr elegant, hat aber funktioniert. Aber nur eine gewisse Zeit. Jetzt ist Silikon vorbei. Das heißt, man muss entweder neue Lautsprecher kaufen, was ich nicht tun würde. Die sind teuer. Ich habe festgestellt im Internet, man kann diese, nicht nur die Membranen, auch diesen Gummiring außenrum, korrekt Sicke, kann man einzeln nachbestellen. So, auch hier nicht aufgeräumt. Potenzielle Käufer werden höflichst gebeten, das einfach gar nicht weiter zu ignorieren. Da ist die Tasche mit der Anhängerkupplung drin. Dieser Kofferraum, ich zeige das mal, ne? Der geht von da. Ich lege jetzt die Kamera einfach mal hier hin, winzig wie sie ist. Und jetzt gehe ich ran und hange rein. Und ihr seht, mit meinen 1,86 komme ich hier nicht ganz bis ans Ende, weil das ist riesig. Wie riesig dieser Kofferraum ist, kann man verbal gar nicht wiedergeben. Das Ding ist gigantisch. Also ich habe ja eigentlich ein Kombi gewollt, aber das Ding ist groß genug. Das geht auch so. Hier drunter, mir ist eigentlich viel zu faul, das aufzuschrauben, aber ich muss es ja zeigen. Das Reserverad ist kein Notrad, sondern ein vollwertiges Reserverad und zwar auf Alufelge. Man sieht das jetzt nicht, weil die nach unten zeigt, aber es ist dieselbe Alufelge wie die anderen Räder auch. Was eigentlich sehr schön ist. So, wäre ein ordentlicher Mensch, deswegen liegt das gleich festschrauben. Ja, eigentlich bin ich überhaupt nicht ordentlich, aber wenn ich es nicht gleich mache, vergesse ich es mit Sicherheit wieder. Ich kenne mich doch. Also schrauben wir es fest, kann ich ja später rausschneiden. Ich rede so viel, ich habe gar keine Zeit, wieder zur Luft zu kommen. So, per Dautz. Reifen ist ja immer ein Thema. Ah, wo ist die Dot-Nummer? Dot-Nummer, wo bist du? Das da? Gucken. Der Sucher ist so winzig, dass ich nicht viel zu sagen kann. Aber die Reifen sind irgendwie jetzt ein oder anderthalb Jahre alt. Ist auch leider so dreckig, dass man nicht so richtig jetzt sehen kann, wie gut das Profil noch ist. Aber ich denke, es wird reichen. Da zeigen wir es auch noch mal eben. Da wirkt der Dreck fast noch als Verstärker der Optik. So.
So, jetzt baue ich die Kamera einfach mal auf ein Stativ. Dann fahren wir mal ein bisschen rum. Ja, schon mal von drinnen zeigen. Also hier, das ist Halterung für mein Navi. Das schraube ich noch raus, weil den brauche ich noch. Ich kann ihn aber auch drin lassen, weil das ist so ein Standard 4-Haken-Dings. Da passen diese ganzen Billighalter rein. Das Radio lasse ich drin. Das ist übrigens die Klimaanlage. Radio. Das ist das Originalradio mit Kassette. Aber lacht nicht so laut, das ist gut, das ist Qualität. Also wer jetzt nicht unbedingt einen Kartenleser und was ich nicht alles braucht und nur Radio hört, der soll das ruhig drin lassen, weil guter Sound, gute Technik, gar nicht verkehrt. So, was haben wir da unten? Weil ich natürlich was brauchte. Serienmäßig mit dabei gebe ich euch auch gleich noch einen Einbaurahmen. Dann könnt ihr ein normales Ein-DIN-Radio einbauen. Hier ist auch gleich, oder sind sogar gleich die passenden Stecker für die amerikanischen Normstecker von DIN. Was noch? Aufräumen, aufräumen, aufräumen. Ja, dann setze ich mich mal rein, mache die Klappe zu und baue das Ding mal eben. Ja, die Batterie ist fast leer. Ich hoffe, der andere Akku hat ein bisschen mehr. Und dann erzähle ich während der Fahrt ein bisschen was dazu.